Erinnern Sie sich noch an Maximilian Janisch? Maximilian Janisch? Das ist auch schon 6 Jahre her. Da wurde ein 9-jähriger Junge quasi durch die Medien gereicht, weil er mathematisch hochbegabt war. Er konnte schon mit 9 Jahren besser und weiter denken und vernetzter denken, vor allem auch als all die Erwachsenen um ihn herum und eben auch die Leute in der Schule. Für Sie war klar, dass er sich langweilt in der Schule. Ja, kein Ausdruck. Kein Ausdruck. Ja. Und wir hatten ja auch sogenannte Hausaufgaben. Dann saß er hier am Küchentisch und also gähnte vor sich hin. Das machte keinen Sinn. Und das ist natürlich schwierig, wenn du als 9-Jähriger sowohl was deine Ausdrucksfähigkeit, deine sprachliche Ausdrucksfähigkeit betrifft, als auch deine Denkfähigkeit, denen, die dich lehren sollen, um Längen voraus bist. Weil die Kompetenz und vielleicht auch die Ressourcen fehlen. Also es gab dann das IF, das kennen Sie vielleicht, Integrative Förderung. Das war der absolute Müll. Da hätte eigentlich der Maximilian die IF-Lehrerinnen unterrichten müssen. Das führt relativ schnell zu ganz unterschiedlichen Neidreflexen. Und davon könnte Maximilian heute eine Menge erzählen, tut er aber nicht. Denn er ist eine, wie er selber sagt, eher sonnige Natur. Ich denke, dass ich ein sonniger Typ bin. Mittlerweile 15 Jahre alt. Hat endlich die Matura hinter sich gebracht und kann jetzt das tun, was er mit Begeisterung tut, nämlich Mathematik. Er studiert an der Uni Zürich, bereitet sich dort auf den Bachelor vor und möchte eigentlich so schnell wie möglich all diese Bologna-Master-ECTS-Punkt-Zertifizierungsfetischismen und all das hinter sich lassen, um einfach nur in die Mathematik einzutauchen. Ich kenne die Familie, weil ich zu der Zeit, als der Hype um Maximilian besonders groß war, Leiter dieser Schule war, die er besuchte. Und als die Familie Janisch neulich bei mir zum Essen war, kam mir die Idee, dass ich Maximilian gerne mal interviewen möchte. An der Uni, dort wo er Mathematik treibt. Oder die Mathematik ihn, je nachdem. Und wir haben uns getroffen, in diesem Campus da oben. Und es waren so ein paar Dinge, was mich interessiert hat, war, wie fühlt sich Hochbegabung von innen an? Auf was freust du dich jetzt, Maximilian? Ich gucke jetzt einfach mal in die Zukunft. Also jetzt mache ich ja meinen Bachelor und voraussichtlich bin ich dann Ende Jahr fertig. Das wäre natürlich sehr schön, wenn das funktioniert. Insbesondere auch, weil ich dann den Bachelor hinter mir habe. Das ist wieder so ein ähnliches Phänomen. Vieles, was jetzt gemacht wird, habe ich schon früher gemacht. Muss ich jetzt quasi nochmal machen, obwohl ich einen Großteil jetzt davon schon kenne. Also du freust dich darauf, etwas hinter dich zu bringen? In gewisser Weise. Dass etwas aufhört. Das ist so das eine, oder? Das ist ein bisschen negativ, ja. So, ja, aber verständlich, oder? Woran ich mich gerne im Jahr 2018 erinnere, das ist, denke ich, nachdem ich die Matura gemacht habe. Das war sicher sehr schön, dass ich jetzt quasi ins Reich der Freiheit eintreten kann mit meinem Studium. Das war ein sehr schönes Gefühl. Was vor allem schön war, ist, dass ich jetzt eben diese, ja, ich sag mal, doch langwierige Zeit des Gymnasiums jetzt hinter mir hatte und dass ich jetzt Zeit hatte, oder dass ich jetzt wusste, ich kann mich jetzt voll auf Mathematik und Informatik konzentrieren. Das war sicher sehr schön. Es war langwierig in dem Sinne, okay, ich war jetzt da 6 Jahre. Und ich habe in diesen 6 Jahren ungefähr 500 bis 600 Prüfungen geschrieben, Klassenarbeiten. Was natürlich doch in gewisser Weise ätzend ist. Das ist eine dauernde Prüfungsflut, die, ich sag mal, auf Dauer etwas nervig wird. Das Studium geht auch jetzt immer mehr in diese Richtung. Die übertriebene, sag ich mal, Prüfungsflut führt dazu erstens, dass vom Inhalt abgelenkt wird, dass man also das Ziel war ja wirklich etwas, dachte ich jedenfalls, etwas zu lernen. Ja? Und von dem Ziel wird in gewisser Weise abgewichen. Es geht nur noch darum, quasi seine Leistung nachzuweisen. Man muss sich ständig behaupten. Es wird halt vom eigentlichen Ziel abgelenkt, etwas zu lernen. Das gerät etwas in Vergessenheit. Und eben auch beim Studium ist es jetzt so, vor allem auch in den anfänglichen Semestern, es geht immer mehr in die Richtung, dass es quasi fortgesetzt wird, was am Gymnasium gemacht wird, eben diese Prüfungsflut, dass vom Lernen abgelenkt wird und dass man nur noch seine Leistung nachweist. Das kann ich mir nicht erklären tatsächlich, weil ich halte diese Prüfungsflut, sage ich, für kontraproduktiv. Also wie gesagt, es lenkt vom eigentlichen Ziel ab, eben etwas zu lernen. Möglicherweise ist es einfach ein Überfluss quasi an Bürokratie, sage ich mal, dass eben aufgrund der Bürokratie, aufgrund von bürokratischen Maßnahmen sehr viele Prüfungen geschrieben werden. Und in gewisser Weise bewegen sich jetzt eben auch die Unis in Europa zum Beispiel mit dem Bologna-System immer mehr in die Richtung der Prüfungsflut. Es ist sicher nicht schlecht, dass
dass es Prüfungen als solche gibt, will ich nicht abschaffen. Aber eben jetzt, wenn 500 Prüfungen geschrieben werden in 6 Jahren, ist das doch sehr viel. Das ist schwierig zu sagen. Also beim Lernen geht es eigentlich darum, man befasst sich mit einem Thema, sage ich, und man versucht, dieses Thema mehr und mehr zu begreifen. Es gibt jemanden, der sich gut über das Thema auskennt und der möchte dann den Lernenden, also den jetzt zum Beispiel den Studenten oder Studentinnen, sage ich mal, das Thema vermitteln, mehr über das Thema beibringen, damit auch diese Studenten sagen können, ich habe dieses Thema begriffen und dass sie hinterher sagen können, ich kenne mich über dieses Thema aus. Also das hatte ich ganz oft, zum Beispiel jetzt in meinem Förderprogramm mit Camilo, habe ich mich jetzt alle 2 Wochen mit ihm getroffen, habe ich sehr viel gelernt in dem Sinne, hat sich sehr gut angefühlt, ich habe viel Neues gelernt eben. Ich habe ja den täglichen Mathematikkurs mit meinem Vater, auch da sehr, sehr angenehm. Das hatte ich ziemlich oft, ja, muss ich sagen. Ich bin eigentlich ein ganz normaler 15-Jähriger jetzt und ich war eigentlich immer ein ziemlich normaler Junge. Einfach, ich hatte ein spezielles Interesse und hatte in gewissen Themen eine schnellere, sage ich, Auffassungsmöglichkeit. Das heißt, ich war einfach in Mathematik jetzt sehr viel schneller als viele andere, sage ich mal. Natürlich gibt es auch dort welche, die das genauso können wie ich. Aber ich hatte einfach ein spezielles Interesse, habe mich dafür interessiert, habe mich dafür begeistern können und jetzt auch noch. Sonst war ich aber eigentlich ein ganz normaler Junge auch in anderen Bereichen. Hochbegabung, also ich denke, besteht aus mehreren Sachen. Eben erstens dieses Interesse, zweitens möglicherweise braucht es auch ein gewisses Talent, dass man eben in der Lage ist. Also es braucht einerseits die harte Arbeit und andererseits eben, ich sage, ein natürliches Talent quasi jetzt für das gewisse Thema, das man sich begeistert. Und wenn man beides zusammenbringt, entsteht dadurch eben eine gewisse Performance. Natürlich ist es so, wenn man ein gewisses Talent hat, wenn man sehr schnell etwas begreift, aber nicht arbeitet, ist es, oder kein Interesse dafür hat, ist das auch nicht sehr viel wert. Es gibt diesen deutschen Neurobiologen Gerald Hüther, der sagt, im Prinzip kommt jedes Kind hochbegabt auf die Welt. Und es geht eigentlich darum, dass wir diesem Kind die Möglichkeit geben, das rauszufinden, wo er oder sie speziell begabt ist. Das ist ein interessanter Standpunkt. Also die Hochbegabungsspektrum ist, sage ich, sehr weit. Das stimmt bis zu einer gewissen Weise. Jeder hat ein bisschen ein Interesse für etwas anderes. Jeder hat stärkere und schwächere Auffassungsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen. Und in gewisser Weise ist das richtig, dass man eben jeder in dem Sinne für ein gewisses Thema, denke ich, als hochbegabt oder als begabt vielleicht klassifiziert werden kann. Etwas mehr Flexibilität wäre vielleicht schön. Ich hatte Mühe, dass ich Klassen überspringen durfte und es war generell auch nicht einfach für mich. Deswegen trete ich ja auch, deswegen gebe ich auch unter anderem dieses Interview, weil ich möchte, dass zum Beispiel andere Mathematikbegabungen schneller an die Unis dürfen, wenn sie das können, dass sie Klassen überspringen dürfen, wenn sie dafür geeignet sind. Ähnlich wie das Klassen wiederholt werden, wenn man noch etwas mehr Zeit braucht, dass es etwas flexibler, denke ich, gestaltet wird. Ich hoffe, dass man eben, wenn man das Buch gelesen hat, vielleicht einen etwas stärkeren Einblick kriegt, auch von einer anderen Perspektive in das Schulsystem, was sich da abspielt, generell in das Leben eines Jugendlichen. Wenn man sich vielleicht dafür interessiert, sieht man auch mal die andere Perspektive. Man hört oft nur Psychologen oder, ich sag mal, Bildungsbeauftragte, die aber selber gar nicht wirklich in der Action beteiligt sind. Man kriegt jetzt auch eine etwas andere Perspektive und ich hoffe, dass man da vielleicht ja auch sich für diese andere Perspektive interessieren kann. Die öffentliche Diskussion hat ja immer wieder behauptet, unter anderem auch dieser Jugendpsychologe Guggenbühl in dem Film von Greinacher, dass dann ein Stück auch Ausbeutung oder Ausnutzung im Spiel ist, dass du ein Stück weit missbraucht wirst für dieses Thema, und zwar sogar von deinen eigenen Eltern? Die Rabeneltern. Sie erfüllen ihren Ehrgeiz, das kleine Wunderkind, auf Kosten des kleinen Wunderkindes. Die Frage vom hochbegabten Kind und der Umgang mit einem hochbegabten Kind, das polarisiert zu 100%. Es gibt die, die es genau für richtig halten, dass man ein hochbegabtes Kind eben auch noch fördert. Und es gibt die anderen, die sagen, die Eltern sind Spinner. Die verwirkeln sich auf dem Rücken von dem armen Kind. Das wird prügelt zum Erfolg. Das ist der klassische Eiskunstlauf-Mutter-Vater-Ansatz, wo jetzt einfach das Kind eigentlich für die eigenen Ambitionen missbraucht. Und wenn du in die Kamera sprichst, dann wiederholst du Sätze, die dir deine Eltern quasi indoktriniert haben. So, woher diese Vermutungen? Also warum reagieren die Leute fast reflexartig auf diese Weise? Und wie ist es denn wirklich?
keiner weiß wirklich jetzt, was zum Beispiel bei mir zu Hause passiert. Das sind halt so Spekulationen, die ja angefangen werden, die vielleicht auf Unverständnis basieren, die manchmal halt negativ auffallen und manchmal auch positiv. Aber es ist doch erstaunlich, keiner weiß wirklich etwas darüber, aber trotzdem weiß es jeder besser als der andere. Also ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass ich zu Hause ausgebeutet werde von meinen Eltern. Wirklich, sie unterstützen mich stark in meinem Weg. Ich hätte jetzt selber nicht mit 15 zum Beispiel an die Uni gehen können. Ich hätte jetzt weiter mich quasi im Schulunterricht langweilen müssen. Also wirklich, es ist praktisch das Gegenteil von dem, was spekuliert wird. Ich bin wirklich sehr froh, dass ich dort sehr viel schneller durchgehen durfte als viele andere und dass ich eben auch von ihnen gefördert werde und dass ich nicht auf mich allein gelassen werde. Ich habe euch neulich ja auch als Familie wieder mal live erlebt, bei mir zum Abendessen. Und mein Eindruck ist, ihr seid eine sehr humorvolle Familie, eine coole Familie, fast eine kleine Mannschaft, so ein Team. Stimmt, was du sagst. Wir sind oft als Team unterwegs, fast immer zu dritt eben. Wie darf ich mir Weihnachten bei euch vorstellen? Mit Baum und Kerzen und Singen? Baum haben wir normalerweise schon. Singen tun wir auch. Nee, aber wirklich? Ja. Okay. Wir können unglaublich gut singen. Das Erste, was ich mache, wenn ich 18 geworden bin, ist? Geburtstagsparty. Das Zweite, wenn ich 18 geworden bin, ist? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ja. Lohnt es sich gar nicht, Pläne zu machen? Das würde ich so nicht sagen. Wenn ich jetzt 15 bin und sage, das Erste, was ich mache, nachdem ich 18 bin, ist etwas vage und sich dort festzulegen, ist vielleicht ja, schwierig, weil da muss man das quasi auch machen, hat man sich das vorgenommen. Man muss aufpassen, dass man sich nicht zu weit in die Zukunft, denke ich, festlegt. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Also, Christoph. Alles Gute. Dankeschön. Dir auch.